Ich möchte Ihnen nun den ersten Referenten vorstellen, Professor Dr. Michael von Brück, international renommiert, mit einem Werdegang, der auch unterschiedliche Identifikationen im wissenschaftlichen und religiösen Bereich vermittelt. Er ist ordinierter Pastor, er ist genauso dann auch Zen-Meister, er hat lange Zeit in Indien verbracht, er hat mit Missionstheologie angefangen, die aber von vornherein als vergleichende Religionswissenschaft angelegt war, und er ist seit fast 2 Jahrzehnten Lehrstuhlinhaber für Religionswissenschaft an der Münchner Universität. Und er ist eben nicht nur der renommierte Wissenschaftler auf dem Gebiet von vergleichender Religionswissenschaft mit einem klaren Schwerpunkt im Buddhismus, sondern er ist seit langen Jahren auch Gesprächspartner seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Und von daher gesehen verbindet er viele Stränge, die für uns interessant sind. Michael von Brück, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, und ich bitte Sie nun ums Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für diese Einladung zu diesem Unternehmen, einer Akademie der Weltreligionen, das nicht nur begrüßenswert ist, sondern es ist ja ein kleines Wunder, dass so etwas in einer deutschen Universität möglich ist. Und ich freue mich sehr darüber, zumal ich, das erwähnten Sie nicht, meine Zeit in Deutschland in der akademischen Karriere nach vielen Jahren in Indien in Hamburg begonnen habe, als Vertretungsprofessor hier auf dem Lehrstuhl für Religionswissenschaft. Buddhismus, eine Philosophie oder Religion? Die Beantwortung dieser Frage setzt natürlich zunächst voraus, dass wir die Begriffe klären. Wer sich in der akademischen Welt etwas auskennt, weiß, dass ich den gesamten Tag ohne Schwierigkeiten füllen könnte, indem ich Ihnen Philosophie und Religionsdefinitionen und ihre historische Genese vortrage. Das werde ich natürlich nicht tun, um Sie nicht schon am Morgen zu langweilen, sondern ich werde versuchen, meine Definition zu geben und dann in Bezug auf den Buddhismus anzuwenden. Was ist Philosophie? Philosophie ist, und ich gehe von diesem jetzt von mir formulierten Satz aus, die logisch kontrollierte Prüfung der Bedingungen von Erkenntnis, der Verwurzelung derselben in Erfahrungswirklichkeit und der Reflexion der Konsequenzen aus dieser Erkenntnis für das Handeln. Ich wiederhole, Philosophie ist die logisch kontrollierte Prüfung der Bedingungen von Erkenntnis, der Verwurzelung derselben, der Erkenntnis, in Erfahrungswirklichkeit und der Konsequenz aus der Erkenntnis für das Handeln. Das ist ein knapper Satz, den ich mir jetzt hier zurecht formuliert habe, der das umfasst, was wir klassisch in der Philosophie im Ausgang von Platon und Aristoteles als Erkenntnistheorie, Ontologie und Ethik unterscheiden. Und alle drei Gebiete, wie Sie wissen, gehören historisch zur Philosophie, auch wenn viele moderne philosophische Traditionen an den Universitäten der westlichen Welt eher in einzelne Abteilungen, etwa der analytischen Philosophie oder auch der Sprachtheorie, sich entwickelt haben. Ich darf Ihnen zur allgemeinen Unterhaltung vielleicht einige Sätze vorlesen, die der geschätzte Kollege Sloterdijk in seinem Abschnitt als seine Einführung zu den philosophischen Temperamenten, erschienen bei Diedrichs 2009, formuliert. Und zwar zum Beginn der europäischen Philosophie in der griechischen klassischen Antike bei Platon. Zitat Sloterdijk. Mit seinem vornehmen Erkenntnisoptimismus und seiner Ethik des bewussten Lebens war der Platonismus gleichsam das Über-Ich des weltmächtig werdenden europäischen Rationalismus. Auch wenn Platons generöse Suche nach dem guten Leben im guten Gemeinwesen von Anfang an mit dem Mangel, bloße Utopie zu sein, behaftet schien, so gab sie doch Maß und Richtung an für die höchsten Ansprüche des philosophischen Begehrens, nämlich die Freundschaft mit der Wahrheit verstand sich als Sorge um den Stadt- und Weltfrieden und als Engagement für dessen fortgehende Neustiftung
aus dem Geist der Selbsterkenntnis. Nietzsches Wort vom Philosophen als Arzt der Kultur ist der Intention nach schon für Platon durchaus wahr. Es konnte nicht ausbleiben, dass diese Prätensionen als überschwänglich abgetan wurden. Ja, man hat in ihnen den Vorschein dessen erkennen wollen, was man im 20. Jahrhundert die totalitäre Versuchung nannte. Nichtsdestoweniger bleibt Platons Entdeckung gültig, dass es einen wie auch immer problematischen Zusammenhang zwischen persönlicher Weisheit und öffentlicher Ordnung gibt. Und auch wenn die Philosophie, wie in der gesamten Spätantike, im Grunde bereits seit Alexander dem Großen in eine tiefe Entpolitisierung zurücksank, so blieb ihr, wie einer ersten Psychotherapeutik, eine unbestreitbare Zuständigkeit für die Fragen des inneren Friedens erhalten. Dieser mochte wie eine Vorleistung für den Äußeren wirken, ein überlegenes, stilles Leuchtfeuer in einer aufgewühlten Welt. Die platonische Tradition kam mit der stoischen und später mit der epikureischen Lehre darin überein, dass sie den Philosophen als Experten für Seelenfriedensforschung definierte. Soweit Sloterdijk. So formulieren kann eben nur Sloterdijk. Aber es ist für uns, glaube ich, hilfreich zu sehen, dass er mit einer gewissen Noblesse der Sprache, muss ich zugeben, den Beginn europäischer Philosophie in der Polis, in der Ordnung des Gemeinwesens verantwortet, also als nicht eine völlig abstrakte Reflexion über die abstrakten Erkenntnisbedingungen des Menschen formuliert, sondern eine Spezifik der Seelensfriedensforschung, wozu die Rationalität unbedingt gehört. Denn einen Seelenfrieden ohne ausgeglichene und in sich konsistente rationale Reflexion dieses Friedens ist nicht möglich. Wie wir nicht nur aus der europäischen Geschichte des Denkens, sondern aus den Geschichten des Denkens verschiedener Kulturen kennen. Das ist der Philosophiebegriff, den ich zunächst zugrunde lege, der nun durch die gesamte europäische Geschichte und mit Verlaub auch durch die indische oder chinesische oder tibetische oder japanische oder wahrscheinlich auch afrikanische, um nur einige zu nennen, hindurch buchstabiert werden könnte. Es wird nicht ein bestimmtes methodisches System zugrunde gelegt, an dessen Prokrustesbett dann sozusagen alle gemessen würden und alle, die nicht hineinpassen, als Nicht-Philosophie disqualifiziert würden, sondern Philosophie wird, ich wiederhole, als logisch kontrollierte Prüfung der Bedingung von Erkenntnis, der Verwurzelung derselben in Erfahrungswirklichkeit und der Konsequenz aus der Erkenntnis für das Handeln beschrieben. Ich brauche nicht hinzuzufügen, aber ich werde es dann an einigen Stellen vielleicht noch exemplifizieren, dass das, was wir nun zunächst sehr summarisch und ich bitte mit Anführungszeichen versehen als der Buddhismus bezeichnen, dieser philosophischen Definition genügt. Ich komme zur zweiten Bemerkung, Religion. Und hier wird es viel schwieriger. Der Religionsbegriff ist nicht deshalb strittig, oder nicht nur deshalb strittig, will ich mal vorsichtiger sagen, weil wir uns nicht darüber einigen könnten, weil wir vielleicht zu viele subjektive Vorgaben in eine solche Definition bringen würden, sondern der Religionsbegriff ist deshalb strittig, und ich formuliere etwas abstrakt, weil Religion als empirisches Phänomen nur im Plural vorkommt, das heißt als Religionen. Wir können aber einen allgemeinen Begriff für die Religion, also Religion im Singular, nicht an einem Exemplar, also an einem Spezifikum von Religionen, gewinnen und messen. Auch der westliche Begriff, der dann für den modernen Religionsbegriff sozusagen semantisch leitgebend wurde, nämlich die lateinische Religio, ist ein Begriff, der bereits in den Wurzeln bei Cicero und so weiter, Sie lernen das im Proseminar, bereits vielschichtig ist. Was denn etwa in der griechischen Sprache
diesem lateinischen Begriff entspräche, ist schon schwierig zu sagen. Und in der Spätantike, die nun für das Werden der Philosophie eine gewisse Bedeutung hat, also in der nachstoischen Philosophie, ist die Religion im Wesentlichen abgesetzt von der Philosophie eines Boetius etwa, der die Philosophie als die Consolatrix, als die, ja, wie soll ich sagen, Trösterin, so der Titel seines berühmten Buches, für die Menschen stilisiert, weil die Religion, ich möchte sagen, selbst vergessen ihres eigenen Ursprungs diese Aufgabe nicht mehr wahrzunehmen vermag. Der Religionsbegriff ist deshalb strittig, weil in anderen Kulturen, sei es die indische, sei es die chinesische, die japanische, und ich könnte wieder rund um den Globus breitengradmäßig und längengradmäßig vorgehen, der Begriff für Religion natürlich nicht vorkommt, sondern wir haben ganz andere Begriffe, in denen dieses Phänomen, was wir in irgendeiner Weise beschreiben, aber doch nicht abgrenzen können, vorkommt. In den indischen Traditionen, und ich werde darauf später eingehen, nimmt man etwa den Begriff Dharma, um das in etwa wiederzugeben, was vielleicht im Westen dann in einer ausgesprochen dynamischen Geschichte sich als Religionsbegriff etabliert hat. Aber dieser allgemeine Religionsbegriff im Westen ist neu. Er kommt eigentlich erst zum Tragen in der nachkonfessionellen Auseinandersetzung der Reformationszeit, als man eben einen Gemeinbegriff suchen muss für das, was dann als einzelne Confessiones unterschieden wird. Was aber ist denn, wenn wir aus heutiger Perspektive, und nicht nur historisch, sondern reflektiert phänomenologisch fragen Religion? Worin wurzelt Religion? Ist Religion, wie ich gestern auf einem anderen Kongress hörte, Wahnvorstellung, die etwa ohne weiteres mit dem Nationalsozialismus und seinen Wahnvorstellungen gleichgesetzt werden könnte? Oder ist Religion etwas anderes? Religion ist, und Sie erlauben mir jetzt, dass ich ohne lange Zitate und historische Rückverweise, sondern dieses voraussetzend aus meinem doch etwas schon längeren akademischen Leben selbst eine Beschreibung versuche. Religion ist die Antwort des Menschen auf zwei ganz unterschiedliche Grunderfahrungen. Und mir ist es wichtig, diese beiden gleichzeitig zu nennen. Erstens, und das wissen Sie alle und das ist selbstverständlich, erlebt der Mensch sein Leben als zufällig, gefährdet, ungewiss, wie wir in der Fachsprache sagen, kontingent. Alle Planung und Vorsorge kann von einem Augenblick zum anderen zur Makulatur werden, wenn Unvorhersehbares geschieht. Das Schicksal trifft uns, ohne dass wir einen Sinn in dem Geschehen ausmachen können. Religion nun deutet das Unbegreifliche oder den Schmerz als Schicksal, in dem alles in einen Zusammenhang gestellt und das Einzelne, Unverbundene als Folie eines Ganzen gedeutet wird, so dass sich Sinn und Orientierung ergeben. Sinn und Orientierung, und das ist interessant, sind aber primär räumliche Begriffe. Die Richtung und Verordnung des jeweils Einzelnen zu Relationen bezeichnen. Durch Religion lernt man, um das, was ich jetzt eben abstrakt sagte, einfach zu sagen, durch Religion lernt man, den Wald in den Bäumen zu sehen. Punkt. Andererseits, also Sie können jetzt sagen, Religion als Kompensation der Leidvermeidung, der Einsicht in die Sterblichkeit und der Vermeidung dieser Einsicht oder des Umgehens damit. So, das ist der erste Punkt. Andererseits aber, und das ist mir ebenso wichtig und wird gern vergessen, andererseits erlebt der Mensch Ekstase, Frieden und Erfüllungen in Erfahrungen der Liebe, der Kunst, der Natur, seines eigenen Bewusstseins. Ekstasen dieser Art können energiegeladen hereinbrechen. Sie erscheinen aber auch als stille Freude, wenn nicht ich etwas tue, sondern wenn es geschieht. Solche ekstatischen Erfahrungen der Schönheit und Vollendung sind die zweite Wurzel der Religion. Denn diese Schönheit verweist nicht nur auf ein Sinngefüge, sie ist oder sie wird empfunden als Ausdruck desselben. Religion zelebriert diese Erfahrungen im Sinne der Wiederholung und
des symbolischen Verweises, in ihren Ritualen. Was sind Rituale? Rituale sind Ausdruck beider Wurzeln der Religion, wie ich sie eben beschrieben habe. Sie inszenieren einen Sinnzusammenhang, um auf das Ganze zu verweisen, und sie zelebrieren das Erlebnis von Sinn. Die Inszenierung rhythmisiert die Zeit, und in Rhythmen erfährt der Mensch Gegenwart im Sinne von Sicherheit, Zugehörigkeit, Bedeutung. Der Preis dafür, und alles hat bekanntlich seinen Preis, der Preis dafür ist die Unterwerfung unter die Struktur und den Zeitablauf des Rituals, zumindest für die Dauer des Rituals. Genau in dem Maße, in dem die Autorität der Ritualstruktur den Menschen beherrscht, erlebt dieser Zugehörigkeit und Bedeutung innerhalb der Ritualgruppe. Das heißt, der Identitätsgewinn besteht in der rituell akzeptierten Autorität bzw. der Autorität des Rituals. Die wesentlichen Anschauungsformen, und das lernen wir nicht nur aus der kantischen Philosophie, sondern genauso aus der buddhistischen, sind Raum, Zeit und Kausalität. Durch Riten wird, wie wir sagten, Unzusammenhängendes in einen Wirkungszusammenhang gebracht und insofern produziert die Ritualisierung kausale Erlebensmuster. Der Raum wird qualifiziert zu einem spezifischen Ort. Das, was geschieht, kann nicht überall und zufällig gerade hier geschehen, sondern der jeweilige Ort des Ritus wird aufgeladen mit einer besonderen Kraft, die der Ritus selbst schafft. Der Ritus macht mit anderen Worten aus austauschbaren Raumkoordinaten ein spezielles und besonderes Areal. Er gestaltet Welt zur Arena der Erscheinung von Hintergründigem. Und nun dasselbe auf die Zeit formuliert. Die Zeit wird im Ritus zu einer Hochzeit. Sie macht den vergänglichen Strom zu einem Ereignis, dessen Ursprung in einer Transzendenz liegt, in etwas, was diesem Ereignis selbst jenseitig ist. Und dieses Ereignis wird in dem zeitlich jetzt geschehenden Augenblick nicht verbraucht, sondern erneuert sich immer wieder. Das, was ich jetzt gesagt habe zur Ritualisierung des Raumes, der Zeit in kausalen Mustern, nennen wir oder können wir nennen in der Religionswissenschaft die Strukturen des Mythischen. Denn das Mythische versucht nun das, was ich hier abstrakt sagte, in Metaphern, in einer metaphorischen Sprache und in einer Inszenierung von Lebenswirklichkeiten zur Anschauung zu bringen. Diese Strukturen des Mythischen zeigen sich zum Beispiel in den Ritualen, in denen wir Übergänge nicht nur produzieren, sondern feiern. Die Übergänge in den Lebensstadien, die berühmten Rite de Passage und so weiter. Sie werden in einer Narrative, also in einer Erzählung, die diesem Mythos zugrunde liegt, jeweils ausgedrückt, als ein Grand Récit, als eine große Erzählung, in der der Mensch sein eigenes Lebensschicksal, was sonst zufällig wäre, einordnet in einen größeren Rahmen. Das ist der Mythos. Unter Mythos verstehe ich ganz allgemein Vorstellungen und Konzepte in Kulturen, die sowohl narrativ als auch begrifflich empirische Beobachtungen und imaginierte Deutungen so miteinander verknüpfen, dass Zusammenhänge des Lebens hinsichtlich des von mir mehrfach genannten Sinnes, Sinn bedeutet ja ursprünglich Richtung, also Orientierung, interpretiert werden. Eines Sinnes der ganzen Kulturen sowie dem Leben des einzelnen Menschen eine kognitiv und emotional nachvollziehbare Kohärenz und eben Handlungsorientierung verleiht. Oder einfacher ausgedrückt, der Mythos vergegenwärtigt narrativ die im Ritual repräsentierte Ordnung. Wir kennen keine menschliche Kultur aus den letzten Jahrtausenden, soweit wir historische Kenntnisse haben, die nicht in der einen oder anderen Form in einer solchen mythischen Welt leben würde. Auch die unsere natürlich nicht ausgenommen. Mythen sind,
Noch einmal anders formuliert, kulturelle Vereinbarungen, die der Plausibilisierung bzw. narrativen Begründung von gesellschaftlichen Normen dienen. Mythen wurden und werden in gesellschaftlichen Prozessen gefunden und ihre zahlreichen und oft gleichzeitig existierenden Varianten zeigen, dass auch diese Übereinkünfte vielgestaltig, nicht ohne Widersprüche und natürlich abhängig von sozialen Deutungskräften sind. Das ist ja gerade das Anliegen des Strukturalismus, diese Diversität, dieses Netzwerk von Deutungen, das nichts anderes als die tatsächlichen gesellschaftlichen Bedingungen und Machtverhältnisse spiegelt, durchsichtig zu machen. Mythische Überlieferungen und die entsprechenden Ritualisierungen spiegeln das Machtgefälle in Gesellschaften wider. Oder anders gesagt, in Mythen erscheint das, was die Gesellschaft hervorbringt, als naturhaft vorgegebene Ordnung, die Solidarität zwischen Menschen erzeugt, gerade auch, wenn ein rationaler oder politischer Konsens fehlt. Mythen lenken die Wahrnehmung derer, die am Mythos teilhaben. Durch die charakteristische Endzeitlichung des Mythos oder der im Mythos erzählten Geschichten, es war einmal und das kann immer sein, nicht wahr? Durch diese Endzeitlichung wird das Erlebnis des Zufälligen als konsistente Wirkung von Ursachen interpretiert, wobei die Wiederholung der Erzählung und ihre im Ritual periodisch vollzogene Inszenierung Sicherheit und Einheit auch im sozialen Sinne suggeriert. Das ist die Voraussetzung, dass sich der Einzelne trotz gegenteiliger Erfahrungen mit seiner Gruppe, seiner Nation, seiner Religion identifizieren kann. Ich fasse diese allgemeinen Bemerkungen zum Hintergrund des ganzen Religionsthemas so zusammen. Mythen sind kulturelle Kodierungen, die auf unmittelbare Erfahrung verweisen. Das heißt, Mythen eröffnen Perspektiven des Erlebens, nicht Wege des Denkens. Das tut die Philosophie, die Mythen reflektiert. Darum sind Mythen immer und bleiben immer vieldeutig. Sie sind der Widerhall ursprünglichen Erlebens, das die Menschen evolutionsbiologisch in ihrem Ringen mit der Natur und mit sich selbst geprägt hat und das auch uns Heutige, oft natürlich ganz unbewusst, bestimmt. Die Schicht des Mythischen in uns kommt immer dann zum Durchbruch, wenn der Firnis des Zivilisierten durch erschütternde, direkte Erfahrungen von Wirklichkeit aufbricht. Und das ist eine andere Formulierung dessen, was der geschätzte Kollege in Berlin gestern von Popper zitierte, nämlich der Satz, dass man erst, wenn die eigenen mentalen Konstrukte, also die eigene Theorie zusammenbricht, eigentlich mit Wirklichkeit in Kontakt kommt. Mythen, und das ist nun interessant, und das ist der nächste Schritt meiner Argumentation, Mythen stellen sich da in Symbolisierungen. Symbolisierungen sind aber nicht nur eine bestimmte Sprachform neben anderen, etwa neben den rationalen, sondern dem geschätzten und in Hamburg sehr viel studierten Philosophen Ernst Cassirer folgend, den ich außerordentlich schätze für diese ganze Entwicklung einer Mythos-Theorie. Jede Kodierung der Wahrnehmung, jedes Wahrnehmungsraster ist eine Form von Symbolisierung. Selbstverständlich auch der abstrahierte Begriff. Was wollen wir denn etwa mit einem Begriff wie Erkenntnis oder Macht oder Freiheit, der abstrahiert ist und in der Philosophie natürlich eine große Rolle spielt, anfangen, wenn wir ihn nicht verstehen, als Kodierung von Wahrnehmung, von vergangener Wahrnehmung, die nun nicht nur individuell, sondern sozial abgeglichen ist, eine Kodierung, die wiederum heuristisch, also sozusagen unseren Suchblick lenkt, um Ähnliches in der jetzigen Situation zu studieren, zu erkennen, wahrzunehmen, zu studieren und, wenn alles gut geht, zu verstehen. Symbolisierung ist nämlich die Leistung menschlichen Denkens schlechthin. Sie ist überhaupt das, was Kultur ermöglicht. Im Symbol schafft sich der Mensch einen Abstand zum unmittelbaren Affekt auf sinnliche Eindrücke. Also wenn ich einen sinnlichen Eindruck habe,
Dann kann ich blinzeln oder kann ich irgend mit einer körperlichen Reaktion reagieren. Ich kann aber durch eine Symbolisierung, indem ich den Zwischenschritt einziehe und verstehe, was das ist, also eine Tür klappt oder ein Stuhl klappt, verstehen, kann meine Reaktion zurückhalten und kann, indem ich verstehe, das bedeutet, indem ich das, was geschieht, als etwas begreife, durch diesen symbolischen Akt einen Abstand zum unmittelbaren Affekt auf sinnliche Eindrücke gewinnen. Die Voraussetzung jeder Kultur. Es wird eine Abstrahierung vom Sinneseindruck möglich. Durch Symbolisierung entsteht das, was wir vielleicht eine Intention zur Unmittelbarkeit, nicht eine Intention von Unmittelbarkeit, eine Intention zur Unmittelbarkeit nennen können. Sie unterscheidet sich vom unmittelbaren und unwillkürlichen Reflex auf eine Sinnesempfindung. Wodurch? Durch die gezielte Aufmerksamkeit. Erst die Symbolisierung macht diese gezielte Aufmerksamkeit möglich. Ich nenne Ihnen noch einmal ein Beispiel. Ein starker akustischer Reiz, zum Beispiel ein plötzlicher Knall, lenkt den Blick unvermutet in die willkürliche Richtung. Und wenn ich nun pädagogisch ein bisschen geschulter wäre, dann hätte ich das jetzt inszeniert, dass jetzt jemand mit der Tür knallt. Dann würden Sie unwillkürlich Ihre Blicke dorthin richten. Das lenkt den Blick also unwillkürlich in die vermutete Richtung. Hingegen ruft ein Türgeräusch, das mit der emotional besetzten Erwartung einer Person, es könnte ein Freund oder ein Feind sein, verknüpft ist, eine gezielte aufmerksame Reaktion hervor. Das heißt, eine komplexe und gewusste bzw. vermittelte Unmittelbarkeit, die auf nichts anderem als auf Symbolisierung und Gedächtnis beruht. Erwartung von etwas, die Tür knallt aber nicht, aber jetzt wird die Erwartung erfüllt. Wir sind ja am ersten Advent, nicht wahr? Das ist ja die Erwartung. Erwartung von etwas ist in einer symbolischen Form gegenwärtig. Das Etwas wird ja als ein bestimmtes Etwas wahrgenommen. Der Abstand wird dann noch einmal verstärkt durch die Interpretation der Symbole. Ich könnte das jetzt fortführen und noch ein bisschen ausführen und Ihnen vor allem meinen geliebten Kassierer etwas nahe bringen, aber ich nehme an, das tun Sie im Studio ohnehin. Ja, ich bin gewiss, dass Sie das tun. Wenn Sie in dieser Art und Weise die Grundlagen der symbolischen Sprache, der mythischen Sprache und damit der Inszenierungen der mythischen Geschichten in den Ritualen der Menschheit anschauen und das als religiösen Text betrachten, dann erscheint Religion nicht als eine irgendwie zusätzliche Kulturleistung der Gesellschaften, die sich ausprägen kann oder auch nicht, sondern sie ist, ich will mal sagen, die Grundsprache oder die Grundgrammatik menschlicher Vergemeinschaftung. Das kann in sehr unterschiedlichen Formen geschehen, vor allem in ganz unterschiedlichen institutionellen Formen. Das ist abhängig von der Entwicklung der Gesellschaften. Und das, was wir als die gegenwärtigen Religionen kennen, also die fünf klassischen großen, nicht wahr, Hinduismus, Buddhismus, Daoismus, Christentum, Judentum, Islam, jetzt sind schon sechs, es könnten noch mehr hinzugezogen werden, ist eine ganz moderne Erscheinung in der Geschichte. Bitte. Wir haben es hier mit Entwicklungen der letzten 3.000-4.000 Jahre zu tun. Das erscheint uns mal ein bisschen alt, ist aber ganz jung in der Menschheitsgeschichte. Was vorher war, wissen wir fast nicht. Wir haben ein paar Grabbeigaben, das ist das früheste, die sind vielleicht 20.000 Jahre alt, aber das ist auch menschheitsgeschichtlich ein Klacks. Also anders ausgedrückt, Religionen kommen in einer bestimmten Phase der Entwicklung, und wir können das genau beschreiben, warum und wie, mit der Entwicklung der Stadtstaaten, mit der Entwicklung des Rechtes, was notwendig ist, damit sich verschiedene Gruppen in ihrem Zusammenleben verlässlich austauschen können. Religionen kommen in diesen Zusammenhängen ins Leben und haben uns bisher auf diese Weise mit einer großen Modifikationsbreite begleitet. Ich bin ziemlich sicher, sie werden in dieser Form auch wieder verschwinden. In 500 oder 1000 Jahren oder vielleicht 5000 Jahren werden wir, wenn es uns dann noch gibt, ganz andere Formen von Religionen haben, weil wir sehr andere Formen der Vergemeinschaftung, das heißt der sozialen Realität, hervorgebracht haben werden. Das ist so ziemlich sicher, denn
alles ist in Veränderung, in Evolution begriffen, selbstverständlich auch die kulturelle Evolution des Menschen. Aber diese Grundmuster, die ich hier angegeben habe, sind, wie mir scheint, anthropologische Konstanten, die sich in dieser allgemeinen Form formulieren lassen, in denen dann Religionsmuster sich selbst ausbilden und abbilden. Ich möchte noch etwas zur Dynamik des Religiösen sagen, damit Sie begreifen, und Sie werden das vielleicht jetzt, was ich sage, schon auf der Fragefolie hören, wie ordnet sich denn der Buddhismus dort ein? Hat der Buddhismus das auch oder gibt er auf diese Dinge auch eine Antwort? Möchte ich also noch etwas zum Ritual der Religionen sagen. Nämlich Ritual als Identitätsstiftung, und das wird ja dann in unserem nächsten Panel eine Rolle spielen. Drum habe ich mir dieses Thema jetzt hier auch ausgewählt, um den Kollegen dann in der nächsten Runde eine Steilvorlage zu liefern. Sie wissen, der FC Bayern München ist mit Steilvorlagen in letzter Zeit etwas schwach auf der Brust. Ich hoffe, das hier ausgleichen zu können. Rituale stiften Identität. Und das ist in einer buddhistischen Kultur nicht anders als in einer christlichen oder einer postchristlichen oder islamischen oder sonstigen. Wodurch? Erster Advent und das, was kommt, könnte Ihnen als Anschauung so im Hinterkopf dienen. Rituale durchbrechen den Alltag und sie stiften eine je eigene Zeit. Was geschieht dadurch? Es wird ein Verfremdungseffekt erzielt. Es wird räumlich und zeitlich ein anderer Erlebnisraum geschaffen. Das heißt, Sinn oder neue Sinnebenen werden nicht abstrakt, sondern konkret und ganz wesentlich körperlich erlebbar. Und zwar in Gemeinschaft. Der Mensch als erkennendes Subjekt ist ein Objekt in Gemeinschaft. Und er erkennt nicht nur zerebral, sondern körperlich. Das haben wir gelernt, vielleicht im Westen wieder gelernt, seit der Lebensphilosophie eines Bergson und dann in der Psychosomatik. Und das können wir natürlich in den sogenannten östlichen Kulturen sehr gut lernen. Dieser andere Erlebnisraum stiftet Gemeinschaft durch eine Identifizierung, die nun eine neue rituelle Identität ermöglichen soll. Zumindest für die Zeit des Rituals, und dann aber auch als pädagogisches Muster, als weiteren Horizont. Rituale wirken sozial identitätsstiftend, aber nicht nur, indem sie bestimmte Leute in die Ritualgemeinschaft hineinholen, sondern indem sie diejenigen ausgrenzen, die nicht zur Ritualgemeinschaft gehören. Rituale sind also in ihrer Wirkung nach innen und nach außen ambivalent. Sie stiften Gemeinschaft und grenzen dieselbe Gemeinschaft auch ab von anderen. Und das ist unvermeidlich, ob es uns gefällt oder nicht. Rituale haben auch immer eine Ausgrenzungsfunktion. Das ist schlicht und einfach der Bericht über die Empirie in den Religionen. Rituale erzeugen nun zweitens psychologisch, neben dieser sozialen Wirkung nun auch psychologisch, einen, wie mir scheint oder wie ich sagen möchte, Freiraum. Da der Zwang zu Entscheidungen, dem wir ja sonst ständig unterworfen sind, wir müssen ständig zum Beispiel entscheiden, bleibe ich jetzt hier sitzen oder gehe ich raus und trinke eine Tasse Tee, höre ich mir diesen Vortrag, von dem ich vielleicht nur die Hälfte verstehe, noch weiter an, um vielleicht zu erwarten, dass doch noch ein Bonmot kommt, oder sage ich mir, das kann ich später alles nachlesen. Das Ritual, dass man aus einem Vortrag nur unter dringenden Bedürfnissen hinausgeht, das Ritual, dass man sitzen bleibt, ermöglicht Ihnen, diese Entscheidung zurückzustellen. Das heißt, Sie bleiben zunächst einmal sitzen. Und diese Freiheit vom Zwang zu Entscheidungen ist ein ganz wesentlicher Aspekt, ich möchte fast sagen, nicht nur unserer psychischen, sondern auch unserer sozialen Gesundheit. Wir könnten überhaupt nicht überleben, wenn wir uns ständig individuell neu entscheiden müssten. Also auf Rituale im Sinne einer freien Entscheidungsmöglichkeit verzichten würden. Bitte, in diesem Sinne ist auch die Sprache ein Ritual. Wenn ich nämlich jetzt anfangen würde, meine Muttersprache zu sprechen,
das ist das Sächsische, wie Sie vielleicht gemerkt haben, dann würden Sie wenig verstehen und wir hätten hier ein echtes Kommunikationsproblem. Ich unterwerfe mich also dem Ritual, mehr oder weniger Hochdeutsch zu sprechen, damit wir kommunizieren können. Die Sprache selbst ist ja einer Übereinkunft nicht von Einzelnen geschaffen, sondern in langen kulturellen Traditionen gewachsen, so ähnlich wie Religionen eben auch, damit wir kommunizieren können. Und aufgrund der sprachlichen Übereinkunft, nur in Einzelfällen werde ich die Grammatik bewusst verletzen, um ihre Aufmerksamkeit zu erhöhen, um also aufgrund des Rituals der Sprachformen mich Regeln zu unterwerfen, denen sie sich auch unterwerfen, damit wir kommunizieren können. Der Mensch wird entlastet, wenn er sich rituellen Regeln unterwirft, und diese Entlastung ist notwendig für sein Leben und Überleben. Diese Unterwerfung, ich sagte es, ermöglicht Freiheit von Entscheidungen. Das Bewusstsein kann sich in diesem Rahmen auf sich selbst zurückziehen, ohne dass es fortlaufend Alternativen abwägen und entscheiden müsste. Freilich, ich sagte schon, der Preis für diese Freiheit ist die Unterwerfung unter die Autorität des Rituals. Ich fasse zusammen. Das Ritual schafft Ordnung und stabilisiert psychische wie soziale Systeme. Es ist aber gleichzeitig auch ein Durchbruch durch Ordnungen und bisherige Ritualisierungen und Normierungen des Alltags. Doch dieser Durchbruch wird nur möglich durch eine neue Ritualisierung. Anders ausgedrückt, Rituale verschieben den Betrachtungshorizont oder die Systemebene, aber sie schaffen sich nie selbst ab. Ich möchte nun auf diesem Hintergrund der allgemeinen Darstellungen, wie ich Religion verstehe, und das war, wenn man so will, eine etwas in die Länge geratene Definition von Religion, möchte nun fragen, ist der Buddhismus Philosophie oder Religion? Sie wissen wahrscheinlich, und ich kann jetzt, weil das kein historischer Vortrag sein soll, nicht in die historischen Details gehen, dass der Buddhismus im 19. Jahrhundert, und ich gehe nicht weiter ins Mittelalter oder in die Antike, in der der Buddhismus auch schon in Europa bekannt war, aber dass im 19. Jahrhundert der Buddhismus zunächst einmal als Philosophie auftrat und als Philosophie rezipiert wurde, gerade als Gegenmodell zur christlichen Ritualistik und zur christlichen Religionskultur, das eine befreiende Funktion hatte. Das Christentum wurde als zerstritten, konfessionell rechthaberisch, in Mythen und Aberglauben befangen, alle wunderlichen Geschichten von der Jungfrauengeburt bis zur leiblichen Auferstehung der Maria oder dergleichen angeschaut, während der Buddhismus doch so rational war. Man las die entsprechenden Schriften aus dem Pali-Kanon, man las die buddhistische Logik, ja bis hin ins marxistisch-leninistische Russland konnte der Buddhismus reüssieren. Lenin selbst stellte sicher das Papier für die Auflage von Schabatskys Buddhist Logic zur Verfügung gestellt wurde, weil hier doch endlich mal eine Religion auftrat, die keine Religion, sondern rationale Philosophie sei. Dass dieses Bild nicht ganz stimmt und dass es vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch ganz andere Buddhismusrezeptionen, etwa bei Richard Wagner und auch Friedrich Nietzsche gab, das sei nur hier am Rande erwähnt. Der Buddhismus als eine Entlastungsgröße für ein Christentum, das fragwürdig geworden war und das sich dann besonders im Ersten Weltkrieg selbst zerfleischte und die eigene religiöse Legitimationsgrundlage entzog. Der Buddhismus als Alternative, der Buddhismus als System einer Praxis, die sich rational verantworten konnte und von der man die machtpolitischen Involvierungen sozusagen schlicht und einfach nicht kannte oder nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Nach dem Ersten Weltkrieg bereits und nach dem Zweiten Weltkrieg dann verstärkt, erschien der Buddhismus nicht mehr nur als rationale Philosophie, die in dem Pali-Kanon und entsprechenden Kommentaren niedergelegt und entsprechend übersetzt wurde, sondern als Meditationssystem, als System des faszinierend Anderen, als Kultur der Stille. Ich zitiere einige berühmte Buchtitel, mit denen nun besonders ostasiatische Formen des Buddhismus in Europa und Amerika bekannt wurden, als eine Kultur, die die faszinierende Andersartigkeit zur westlichen Rationalitäts- und Religionskultur ästhetisch dokumentierte.
Wir finden jetzt in den Buchtiteln zum Beispiel Buddhismus als System der Philosophie und der Meditation. Wir finden in der Rezeption bereits im Jugendstil vorgeprägt und dann nach den 20er Jahren Chinas und Japans diese Faszination am ästhetisch Einfachen, am ästhetisch Reduzierten, am Anderen. Der Buddhismus erscheint auch hier gleichsam als eine Erwartungsfolie oder Hoffnungsfolie, auf die die geplagten Europäer und Amerikaner ihr kulturelles Defizienzbewusstsein projizierten. Ex oriente lux, man braucht sich nur die Zeit anzuschauen, das war jetzt zwar kein Buddhist, aber man unterschied das ja meistens auch nicht so genau, als Tagore etwa seine geradezu missionarische Reise durch Deutschland antrat, der frisch gebackene Nobelpreisträger aus Indien, der nun wie ein Heiland und wie eine Erlöserfigur eine andere Spiritualität und Religion in Europa zu bringen schien. Hermann Hesses Siddhartha etwa war bildungsprägend, nicht nur für eine Generation. Es ist interessant zu sehen, und das tun wir in unseren Disziplinen, und das werden Sie hier tun, wenn Sie Buddhismus im Westen historisch reflektieren, es ist interessant zu sehen, wie die jeweiligen Wahrnehmungen, gerade des Buddhismus, aber das ließe sich auch auf den Hinduismus und übrigens, aber das ist ein anderes Thema, auf den Islam abbilden, wie die jeweiligen Bilder der anderen Religion sozusagen die Spiegelbilder der eigenen Erwartungen, Sehnsüchte, Hoffnungen und sicher auch Missverständnisse waren und mit Verlaub sind. In neuerer Zeit, besonders natürlich auch in akademischen Studien, aber auch in dem der Buddhismus selbst in Europa präsent wird, und zwar in seinen unglaublich verschiedenen, auch wenn man es phänomenologisch von außen betrachtet, widersprechenden Formen, wird nun als Religion wahrgenommen. Man sieht plötzlich, das, was die Buddhisten hier anstellen, das ist das, was klassische Religionen immer schon getan haben. Sie entwickeln eine Symbolsprache, sie entwickeln ihre eigenen Mythologien, inszenieren dieselben in Ritualen, geben Sinnorientierung, betreiben nicht nur eine rationale Kausalitätstheorie, sondern bieten im Sinne der beiden von mir genannten Wurzeln von Religion Leidensbewältigung und Ekstaseerfahrung ein System, einen konsistenten Rahmen an, der als Lebensrahmen wirklich ist. Religion ist nichts Fremdes mehr. Dass der Buddhismus sich selbst als Religion bezeichnet, auch im Westen, ist nicht mehr ein sozusagen etwas, was man vermeiden möchte, sondern die Art und Weise, wie sich der Buddhismus präsentiert, entspricht dem. Ja, er entwickelt sogar Institutionen, die den religiös gewachsenen Institutionen in Europa ähneln. Ich erinnere mich an Hamburg, als ich damals selbst hier war, als ich die buddhistische Religionsgemeinschaft, nun wie soll ich sagen, zu formieren versuchte. Ich selbst war damals gerade eben hier in diesem historischen Moment. Das ist völlig unvermeidlich und das ist völlig in Ordnung. Gleichzeitig ist aber der Buddhismus eine Philosophie. Er ist natürlich eine Erkenntnistheorie und das ist, wenn man so will, die Grundlage buddhistischer Praxis, nicht nur theoretischer Überlegungen, sondern die Analyse der mentalen Faktoren, der mentalen Zustände aufgrund von Introspektion und aufgrund von logischen Ableitungen ist das, was die frühbuddhistische Philosophie ausmacht, weshalb der deutsche und zum tibetischen Buddhismus konvertierte, das heißt Deutsche, der Sachse, und zum tibetischen Buddhismus kontrollierte, bedeutende Lama Anagarika Govinda eines seiner Bücher nennen konnte, die psychologische Grundhaltung der buddhistischen Philosophie. Sie sehen es mir nach, dass ich meine sächsische Identität so ein bisschen herausstelle. Ich weiß, das hängt mit dem zunehmenden Alter zusammen. Wenn man nämlich älter wird, dann sucht man die Kindheitswurzeln, wie Sie wissen. Und das ist übrigens übertragbar auf die Religionen auch. Gut. Also, die psychologische Grundhaltung, und das sind einzelne Faktoren, die hier unterschieden werden in der frühbuddhistischen Philosophie, bereits im Pali-Kanon, also sowohl in den Suttas als auch in den systematischen Kommentaren im Abhidhamma, haben wir das entwickelt. Der Buddhismus lebt, und das können Sie, wenn Sie das Buddhismusstudium im tibetischen Zentrum durchlaufen, mit besonderer Hartnäckigkeit erleben,
Der Buddhismus lebt ganz wesentlich in seinen Reflexionen von einer Ursachentheorie, Hetu, die Ursache und ihre begleitenden Umstände und die genaue Analyse von Substanz und Eigenschaft, um es jetzt mal aristotelisch zu sagen, im Zusammenhang einer Ursachentheorie ist die Grundlage für die buddhistische Logik. Die Skandhas, die Dharmas werden analysiert und ich deutete es schon an, Scherbatzky hat seine ganze Wahrnehmung und Verständnis des Buddhismus als buddhistische Logik identifiziert. Man kann das zum Beispiel am Begriff des Dharma sehr deutlich machen. Und ich hatte eigentlich jetzt vor, aber ich sehe, dass meine Zeit so gut wie rum ist. Ich hatte vor, Ihnen eine Analyse des buddhistischen Dharma-Begriffes vorzulegen, um zu beweisen, dass der Buddhismus eine analytische Philosophie ist. Oder dieses Verfahren analytischen Philosophierens anhand der außerordentlichen Vielgestaltigkeit des Dharma-Begriffes im Buddhismus gezeigt werden kann. Aber bitte, das studieren Sie dann bei den Freunden im tibetischen Zentrum oder auch im Zentrum für Buddhismuskunde. Was bedeutet das? Und ich kann das jetzt eben nicht ausführen. Sie sehen, ich überschlage mehrere Seiten. Es bedeutet, dass der Buddhismus wie alle kulturellen Traditionen weder Religion noch Philosophie, weder das eine noch das andere, weder nicht das eine noch das andere ist. Ich berufe mich auf Nagarjuna und ein bisschen Logik, sondern dass sich im Buddhismus wie auch in anderen Religionen kulturelle Substrate ausdrücken und exprimieren, die den verschiedenen Fähigkeiten und in der Anthropologie des Menschen liegenden Bedürfnissen entsprechen. Das heißt, er entwickelt eine rationale Kritik des Erkennens. Er entwickelt eine Handlungstheorie. Er entwickelt eine Sprache, die Identifikationen im individuellen wie im sozialen Sinne ermöglichen und inszeniert dieselben in Ritualisierungen. Die Techniken, die der Buddhismus entwickelt hat, um nun alle diese verschiedenen kulturellen Leistungen genau, geduldig und mit einer gewissen Gelassenheit zu entwickeln, das sind die drei großen Gs des Buddhismus, Genauigkeit, Geduld und Gelassenheit in der buddhistischen Praxis. Die entsprechenden Formen der Praxis sind sehr unterschiedlich gewesen. Und wenn wir über Buddhismus in diesem Sinne sprechen, können wir nur im Plural sprechen. Der Theravada-Buddhismus, wie er heute noch in Sri Lanka oder Birma oder anderen Gegenden praktiziert wird, der zentralasiatische Buddhismus, der ostasiatische Buddhismus und hier auch wieder in sehr verschiedenen Formen, hat ganz unterschiedliche Systeme hervorgebracht, die wir phänomenologisch auch sehr deutlich und sehr unterschiedlich wahrnehmen können und müssen. Nichtsdestotrotz, Rituale, Mythen, eine eigene Geschichtsdeutung, eine Prägung ganzer Kulturen ist dem Buddhismus inhärent und wird es auch bleiben, auch in seiner Präsenz in der westlichen Welt. Ich danke Ihnen.